Und da sind wir wieder bei einer weiteren Runde Final Awakening hier mit mir, Sefi. Und wir sind immer noch hier im Sommerurlaub. Rom hat gerade geredet. Jetzt wartet ihr darauf, dass er wieder dran ist. So, wir haben jetzt noch ein paar Einheiten, die wir bewegen können. Die beiden machen mir ein bisschen Sorgen. Ich glaube, die können den Stall ziemlich wehtun. Wo ist... Ist hier jemand mit Talion unterwegs? Das könnte nämlich ziemlich wehtun, wenn hier jemand mit Talion unterwegs ist. Deswegen checke ich das mal eben gerade kurz. Wir scheinen Glück zu haben. Es scheint hier gerade kein Talion-Nutzer dabei zu sein. Gut. Dann soll ich Cynthia mal um die hier kümmern. Die sollten für sie ja kein Problem sein. Ihr wagt es, hier Angst und Schrecken zu verbreiten? Ich verbiete es! Ihr könnt euch diesen Ort nicht einfach unter den Nagel reißen und dann alle anderen verjagen. Obwohl es nett klingt. Kein Lärm, kein Gedränge. Aber das ist böse. Also sagt lieb wohl. Okay, gut, das ist nur der eine Axttyp. Ich dachte schon gerade, jetzt wird sie gleich von den Axttypen zerfetzt. So, die sollte sich Inigo kümmern können. Der ist ja so flink unterwegs. Hey, warum brichst du deinen Angriff nicht ab und lässt die Leute in Ruhe? Was würde deine Mutter sagen? Was würde deine Mutter sagen, dass du einen harmlosen Bardort angreifst? Merke, es nützt nichts, an die Gefühle von Banditen zu appellieren. Yay, ein Sattel Treue. Hey, Idiot. Weißt du nicht, dass man am Strand auch einen anderen Platz lassen soll? Muss ich dich erst zu Kleinholz machen und ins Meer schmeißen? Jetzt muss ich dich zu Kleinholz verarbeiten und ins Meer schmeißen. Oh, keine Sorge. Da draußen gibt es jede Menge hungrige Fische. Ja, und das Besondere an diesem DLC ist, dass hier die ganzen Zauberer und Dunkelmagier... Ich glaube zumindest auch die Dunkelmagier. Die sind hier alle im Badehose unterwegs. Jetzt mit Badehose und Bikini. Bye bye. Das blaue Meer. Der goldene Sand. Gab es solche Pracht zu meiner Zeit? Wie könnt ihr tun? Ich gute nur daran denken, diese Szenerie zu zerstören. Im Namen der Schönheit des Meeres, des Himmels, der Mädchen. Hört auf! Oh, gleich zwei ineinander. Nice. Cynthia, du machst nicht Schaden. Nicht mehr Schaden, nur weil das aktiviert ist. Nein, du machst einen kritischen Treffer. Wann machst du mehr Schaden? Yay, Waffe Level B. Hier muss es sein. Hallo? Ist hier jemand? Oh, da bist du ja, Cordelia. Du siehst heute umwerfend aus. Du wurdest zu einer der beliebtesten Frauen der Welt gewählt und... Dafür verleiht dir die Sommerdimension diesen Gedenkbikini. Komm gleich rein und probier ihn an. Die Bewunderer freuen sich ganz sicher darauf. Bewunderer? Ah, richtig. Die Beliebtheitsumfragen, von der du vorhin sprachst. Ha, messerscharf erkannt. Der berühmten Cordelia macht keiner etwas vor. Aber mach das nicht...
Alter. Aber mach das hier nicht nur für deine Bewunderer. Tu dir selbst etwas Gutes. Nun denn, das werde ich. Fantastisch. Dann geh schnell in die Umkleidekabine. Was für ein schönes Kleidungsstück. Es hat sogar meine Lieblingsfarbe. Ob mein Schwarm mich eines Blickes würdigt, wenn ich das hier trage? Oh, ich würde vor Freude vergehen. Sie quetscht. Flupp. Da bleibt dem Blick kaum etwas verborgen. Und wo ich da gerade von kaum etwas spreche. Wo ist mein Brustpanzer, wenn ich ihn brauche? Hier müssen doch ein paar Socken oder irgendetwas herumliegen. Cordelia, ist alles in Ordnung? What? Ich habe mich umgezogen, aber ich gehe nicht raus. Ich schäme mich. Was? Aber du hast so eine hübsche Figur. Lass mich hier reinkommen und einen Blick auf dich werfen. Was? Nein, bleib draußen. Bitte. Warum musstest du hereinkommen? Holla, du siehst toll aus. Warum hast du gesagt, dass du dich schämst? Hattest du Sorge, den Männern einen Herzinfarkt zu bescheren? Das ist sehr umsichtig, aber du kannst dich stolz präsentieren. Ich meine, du weißt schon. What? Deine, du weißt schon? Warum hast du die Arme verschränkt? Ist dir nicht wohl? Lass mich mal sehen. Arme auseinander. Ah, nein, bitte nicht! Ich bitte dich, nein! Oh. Jetzt verstehe ich. Dir gefällt dein Körperbau nicht, oder? Oh, come now. Musst du so direkt sein? Jetzt werden alle erfahren, dass mein Brustpanzer ein Schwindel ist. Komm, sei nicht traurig, Cordelia. Weißt du, manchmal ist weniger mehr. Schönheit kennt viele Formen. Huh? Meinst du das ernst? Yes. Aber natürlich. Also gut, aber meine Rüstung möchte ich trotzdem wieder anziehen. Mhm. Lass dir Zeit, ich warte draußen. Thanks. Danke, Cordelia. Ich finde es klasse, dass du mitgemacht hast. Entschuldige, dass ich da drin so aus der Fassung geraten bin. Du brauchst dich für nichts zu entschuldigen. Jetzt, wo wir dein Geheimnis teilen, sind wir Schwestern, finde ich. Ehrlich gesagt ist es eine Erleichterung, eine weichere Seite von dir kennenzulernen. Eine Legende wie du kann recht einschüchternd wirken. Danke. Ich habe das Gefühl, eine Schwester gewonnen zu haben. Vielleicht können wir uns noch mehr erzählen, wenn der Kampf vorbei ist. Das fände ich toll. Puh, hier draußen ist es wirklich heiß. Das kannst du laut sagen. Oh, schau mal, aber ich glaube, du wirst schon braun. Was? Wie denn? Ich bin keine 5 Minuten draußen. Ich glaube, bei deiner Haut macht schon ein bisschen Sonne einen Unterschied. Außerdem ist es wohl unvermeidbar, wenn du so halbnackt herumläufst. What? Halbnackt? Was fällt dir ein? Hast du meinen Umhang nicht bemerkt? Es ist ja nicht so, als stolziere ich hier in Unterwäsche herum. Wie diese unerhörten Bikini-Mädchen. Ich sehe kaum einen Unterschied zu dem, was du unter deinem Umhang trägst. Oder habe ich etwas nicht mitbekommen? Los, zieh das aus und lass mich mal sehen. Fass mich an und deine Finger werden dir abfallen. Ist ja gut, es war ja nur ein Witz. Ich schätze, ich zeige schon etwas mehr Haut als sonst. Aber es war eine reine Unwissenheit, bis du mich darauf aufmerksam machtest. Oje, das ist peinlich. Nein, nein, du hast dich doch wohlgefühlt, bis ich... Ach, vergiss meine Worte. Du und ich, wir wissen beide, dass ich das nicht kann. Nein, es ist offiziell. Ich schäme mich voll und ganz. Guten Tag, der Herr da unten. Toll, Stahlschwert reicht nicht dafür. Müssen wir weiter auf den kritischen Treffer hoffen, oder was? Passiert natürlich nicht, ne? Nein, vorsichtig zu rum, den was snacken. Guten Appetit! Diese Hitze ist unerträglich. Ich kann nicht klar denken und schwitze wie ein Schwein. Schweiß im Auge. Wegen dieser Maske kann ich nichts abwischen. Bandit, wenn du fliehen willst, dann ist das jetzt deine Chance.
Ja, Verteidigung und Stärke und KP. Sehr gut. Was ist... Alter, Leute, ich dachte, ich hätte lesen gelernt vorhin, aber nein. Längste, alles für die Katz. Hast du einen Wunschtraum? Ich träume davon, ein Held zu sein. Ich will meine Freunde beschützen. Und was haben wir hier? Ich habe ein wenig geübt. Na Junge, jetzt habe ich einen Hunger. Yay, auf dem Level C. Ich glaube, ich muss sie wieder trennen, ne? Oh, mein Saat der Treue. Nice. Guten Tag, die Herren da unten. Keine Sorge, hier wird Ihnen geholfen. Mehr oder weniger. Gerade im Moment wohl eher weniger. Das ist nicht so gut. Stahl kommt da nicht ran. Jo, das ist doof. Ja, dann macht Jerome den halt kaputt. Listen. Hallo, Saya. Fühlst du dich in deiner Aufmachung schon etwas besser? Oh ja, sehr viel besser. Ich habe einen Talisman gegen das Schämen am Rücken und jetzt fühle ich mich gut. Lass mich mal sehen. Oh, das ist, aber nicht sehr unauffällig. Wie meinst du das? Nun, es ist ein Stück Papier, auf dem Demütigung steht. So funktionieren diese Dinge. Was immer du draufschreibst, wird unwirksam. Ich fühle mich gedemütigt, also schrieb ich Demütigung. Und nichts ist jetzt mir peinlich. Aber es kann doch jeder sehen. Ist es wohl nicht noch peinlicher, mit diesem Wort auf den Noten herumzulaufen? Genau, das ist der Punkt. Nichts ist mehr peinlich. Dank dieses Dings. Oh klar, tut mir leid, aber ich versuche immer noch, das nachzuvollziehen. Also wenn ich es abnehmen würde, würde es nicht mehr funktionieren? Mensch, du bist ja eine ganz Schlaue. Das ist ja interessant. Lass mich das mal ausprobieren, ja? Her damit! Warte, nicht doch! Oh je, das ist schrecklich. Ich wäre lieber tot. Verstehe, und jetzt befestige ich es wieder und... Mann, ist das heiß. Ich sollte meinen Unarm ablegen und ins Meer springen. Und wieder weg! Man kann meine Waden sehen. Warum ist mein Umhang so cool, nur so kurz? Das gibt es gar nicht. Also, ich mache es wieder fest. Hey, das reicht jetzt aber. Wenn dir deine Finger lieb sind, mach das nicht nochmal. Ach, Saya, tut mir leid. Ich necke dich einfach nur, weil ich eifersüchtig bin. Ich wünschte, ich hätte den Mumm, so etwas zu tragen. Du siehst umwerfend aus. Ach, ist es das, was dich stört? Nun, dann kann ich dir sicher weiterhelfen. Immerhin sind wir Verbündete. Ja, echt? Das wäre klasse. Wenn du mir ein paar Läden zeigen könntest, wäre ich... Ich meine, ich könnte deine Eifersucht mit einem kleinen Zauber zunichte machen. Oh, oh. Darauf komme ich lieber ein andermal zurück. Dann tu das. Guten Tag! Ist das der Ort? Wo ist diese Närrin, die ihre eigenen Beschützer aufs Schlachtfeld fortruft? Ah, Freya! Heute siehst du mal wieder blendend aus. Du wurdest zu einer der beliebtesten Frauen der Welt gewählt und... Dafür verleiht dir die Sommerdimension diesen Gedenkbikini. Du kannst dich dort umziehen. Lass deine Bewunderer nicht warten. Also muss ich einfach nur das hier anziehen? Wenn es dir nichts ausmacht? Ehrlich gesagt hätte ich damit gerechnet, dass du mich verfluchen würdest. Ich will bloß diese schreckliche, sinnlose Prozedur hinter mich bringen. Also dann, husch los in die Umkleidekabine mit dir.
Was für ein mickriger Stofffetzen. Mich will keiner an diesem Aufzug sehen. Es sei denn, vielleicht würde es Sifi gefallen. Das könnte der Schlüssel sein, um ihre Zuneigung zu gewinnen. Etwas eng. Soll das so knapp sitzen? Und muss es mir so die Luft abschnüren? Was hat diese Händlerin eigentlich vor? Saraya, bist du fertig? Hast du dich fertig umgezogen? What? Du musst es doch wissen, flunkernde Verführerin. Ich verlange Antworten. What? Was ist los? Gefällt dir dein Bikini nicht? Warte, lass mich mal sehen. What are you doing? Hast du noch nie davon gehört, dass man anklopfen soll? Entschuldige, es klang, als würdest du Hilfe brauchen. Meine Güte, Saraya, die meisten Frauen würden für so eine Figur töten. Satisfied. Danke, das habe ich. Wo liegt denn das Problem? Der Bikini steht dir sehr gut. Ich finde, ich habe das perfekte Modell ausgesucht. Hast du überhaupt meine Größe nachgeschaut? Oh, zu eng? Pretty much. Mein eingeschnürter Körper sehnt sich nach Atem. Du hast ihn absichtlich eine Größe zu klein gekauft, nicht wahr? Tut mir leid, Saraya. Ich habe mich wohl zu sehr auf das Muster konzentriert. Außerdem ist es unmöglich, jemandes Maße nur vom Hirnsagen zu erraten. Du bist, sehr viel weiblicher, als ich gehört hatte. Erspar dir mit deiner Schmeichelei, frivoles Weib. So werde ich Sefi nie gewinnen. Ich kann mich kaum bewegen. Sefi, eure Taktikerin, nicht wahr? Sie hat zwar nicht gewonnen, aber bei der Umfrage gut abgeschnitten. Ich würde sagen, sie lag fast mit dir gleich auf. Ja. Was? Gleich auf? Na, beieinander? Dann ist das wahr. Es gibt eine Kraft, die uns verbindet. What? Freier? Langsam, sonst reißt dein Biki. Zur Seite, Frau. Ich muss mich umziehen und zu meiner Auserwählten eilen. Mein feines Gespür hat mich nicht betrogen. Thanks. Na, das war ja mal ein Abenteuer, nicht wahr, Saraya? Ich habe Schlimmeres erlebt. Sind wir hier fertig? Ja, es tut mir leid, dass dein Bikini zu klein war. Dein atemberaubendes Folterinstrument wird mir keine schlaflosen Nächte bereiten. Wenn du mich entschuldigst, Sifi braucht mich. Tschüss. Persönlichkeit hat sie ohne Frage. Kein Wunder, dass sie so gut abgeschnitten hat. Naja, hier in Awakening ist Persönlichkeit auch keine Seltenheit. Oh, wow, gleich so viele. Ene mene mu und raus bist du. Over already? Und perfekt. Genau der richtige Hauch von Exotik. Was machst du mit den ganzen Lanzen, Cordelia? Oh, Sefi. Das ist, ich habe bloß herumgespielt. Ich habe bloß nicht herumgespielt, auch wenn es so aussieht. What? Ich habe vielmehr... Oh ja, ich wollte die Reichweite der Wurfpflanzen verbessern. Mit Hilfe von angehängten Muscheln. Viel bessere Aerodynamik. Mal sehen. Und zack! Siehst du? Genial, du hast den Baum genau getroffen. Und das aus dieser Entfernung. Es funktioniert. Ja, wie ich gedacht hatte. Gut, dass ich so viele Lanzen mit Muscheln habe. Ich bin wirklich beeindruckt, Cordelia. Hey, glaubst du, die wird genauso weit fliegen? Diese da? Und mit den Muscheln sieht sie so hübsch aus. Gib her, lass es mich mal versuchen. Sefi, nein, warte, bitte nicht diese. Das ist meine Lieblingslanze. Deine Lieblingslanze? Es tut mir leid, das war alles eine Lüge. Ich habe keine windstetigen Lanzen geworfen. Ich mag Muscheln nur so gerne. Deswegen habe ich meine Waffen damit geschmückt. Tatsächlich? Aber die Lanze, die du geworfen hast, ist wirklich weit geflogen. Das war nur das Adrenalin. Adrenalin? Ja, die Muscheln helfen behaupten. Es war einfach eine schiere Kraft. Entschuldige, ich weiß, ich sollte keine Zeit mit sowas im Kampf verplempern. Ich habe dich enttäuscht, uns alle. Ich nehme jede Bestrafung an, die der Kriegsrat für angemessen hält. Beruhige dich, Cordelia. Niemand wird hier bestraft. Ich bin dir nicht böse. Ich bin sogar erleichtert. Erleichtert? Ja, du wirkst immer so ernst, weißt du? Manchmal befürchte ich, dass du gar nicht entspannen und Dampf ablassen kannst. Ich bin froh, dass ich heute eine ganz andere Seite von dir kennenlernen konnte.
Ich danke dir, Sefi. Und schau dich an, wie du wie ein kleines Kind am Strand spielst. Das ist so süß. Süß? Nichts an mir ist süß. Warte, bist du etwa rot? Du bist ja immer süßer. Verdammt, Sefi, mach dich nicht über mich. Uff. Oh nein, es tut mir leid. Ich hatte die Lanze meinen Namen ganz vergessen. Es geht mir gut. Das kam so sehr überraschend. Bist du in Ordnung, Sefi? Ein so leichter Schlag sollte dich eigentlich nicht aus der Fassung bringen. Warte, vielleicht machen die Muscheln tatsächlich einen Unterschied. Vielleicht sehen sie wirklich nicht einfach nur schön aus. Vielleicht könntest du mir aufhelfen? Wir besprechen die Muscheltheorie später. Entschuldige. Aua, 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 aua. Na, bist du also, Sefi? Zaya? Geht es schon wieder ums Einölen? Richtig getippt. Woher wusstest du das? Bist du soweit? Von mir aus kann es losgehen. Und keine Sorge, dass du zu viel Öl nimmst. Von mir werden keine Klagen kommen. Und das glaube ich dir aufs Wort. Hör mal, Zaya. Habe ich nicht deutlich gesagt, dass es gerade nicht geht? Nein, nein. Natürlich geht es gerade nicht. Wie egoistisch von mir. Du stehst natürlich jedem zur Verfügung. Und sie würden mir dich niemals ganz überlassen. Oh nein. Zaya, wovon redest du? Wenn die Schlacht vorbei ist, wirst du zu ihnen rennen. Und ich bin mir sicher, ihr werdet eine tolle Zeit mit diesem Paradies haben. Dumm von mir zu glauben, dass ich mit dir wenigstens im Kampf etwas Zeit bekomme. Und dabei habe ich sogar eine legitime Begründung. Doch leider störe ich selbst hier. Ich lasse dich weiterkämpfen. Unbehelligt. Entschuldige die Störung. Warte, Zaya. Ich habe das nicht so gemeint. Du störst natürlich nicht. Es ist nur, dich im Kampf einzuüben würde uns beide in Gefahr bringen. Alright. Ich verspreche dir, ich schätze dich genau wie alle anderen. Wenn du nach dem Kampf Zeit mit mir verbringen willst, musst du mich nur fragen. Wir sind doch Freunde. Wirklich? Du würdest auch nach dem Kampf mit mir sprechen? Natürlich würde ich das. Und mich einölen? Ich verspreche es dir. Vielen Dank, Sefi. Du hast keine Ahnung, wie glücklich ich bin, das zu hören. Wenn ich mir vorstelle, die sanften Hände von Sefi, das wäre schön. Ich habe davon schon so lange geträumt. Zaya? Komm schon, wir müssen diese Banditen so schnell wie möglich loswerden. Je länger sie hier sind, desto weniger Zeit bleibt uns beiden zur Muße. Welcher Zauber würde hier wohl am besten funktionieren? Vielleicht der, mit dem ich sie zu Fischfutter werden lasse. Ich schätze mal, ich sollte mich glücklich schätzen, dass sie mich so mag. Hey Krumm, wie läuft es bei dir mit dem Huch? Was sollen die ganzen Muscheln hier? Oh, hallo Sefi. Ich wollte eine Muschelkette basteln, aber das hat nicht so gut funktioniert. Du wolltest eine Kette basteln? Ist das schon lange eine Liebhaberei von dir? Die sind ja alle zerbrochen. Was ist schiefgelaufen? Nun, ich kann zumindest sagen, dass ich das Talent habe, Dinge aus Frust zu zerstören. So sieht es aus. Und das da hinter dir? Was sind das für verkohlte Klumpen? Das sind, wahren Fische. Die wollte ich braten, aber die sind angebrannt. Das ist noch milder ausgedrückt. Ja, die sind nicht ganz so gelungen wie erhofft. Naja, ich schätze, selbst die größten Köche verderben mal den Brei. Ich sehe auch die eingestürzte Sandburg und das halbfertige Boot einfach mal nicht. Und was ist das? Ein Käfersalat auf etwas Obst? Den will ich auch essen. Ja, ist wohl besser so. Hör mal, Krumm, meine Begeisterung vorhin für den Schrank war sicherlich ansteckend. Aber vielleicht solltest du all diese Aktivitäten nach dem Kampf fortsetzen. Du hast vollkommen recht. Aber eine Sache musst du dir noch ansehen. Jetzt, da es fertig ist, denke ich, dass es eventuell keine gute Idee war, aber... Ehrlich, es gibt noch mehr... Was ist die... Oh je! Nun, was hältst du davon? Krumm, schau dir diese wunderschöne, riesige Nachricht im Sand an. Krumm und Sefi, auf immer! Wie ist sie... Warum würdest du...
Bist du nun glücklich? Ich weiß nicht, ob ich glücklich oder verlegen oder was auch immer genau bin. Aber ich werde das hier definitiv nie vergessen, das kann ich dir versprechen. Dann bin ich froh. Selbst wenn es dich nicht glücklich macht, zumindest hast du eine neue Erinnerung. Warte, Crow, darum geht es hier? Die Nachricht, die verhunzten Projekte, all dies, um eine neue Erinnerung zu schaffen? Das war wohl nicht ganz so offensichtlich, wie ich gehofft hatte, hm? Ich weiß, dass du vorhin nicht meintest, was du vorhin sagtest. Natürlich quält es dich, dass du nicht an die Zeit vor unserem Treffen. Natürlich quält es dich, dass du dich nicht an die Zeit vor unserem Treffen erinnerst. Ich wollte dir nur wenigstens ein paar glückliche Erinnerungen bescheren. Oh, Crow. Vielen Dank. Ich danke dir so sehr. Aber du hättest dir nicht so viel Arbeit machen müssen. Einfach nur beide zu sein hat mir so viele schöne Erinnerungen gebracht. Hattest du das? Natürlich. Als wir uns zum ersten Mal trafen. Unser erster gemeinsamer Kampf. Als du mich beim Baden erwischt hast. Als du mit deiner Liebe gestandest. Ich sehe noch alles genau vor mir. Ich würde niemals auch nur ein winziges Detail von dir vergessen. Selbst wenn der Tod uns schiede. Oder ich das Gedächtnis erneut verlöre. Sefi, warum sagst du so etwas? Wie? Das ist doch nur hypothetisch gesprochen. Warum schaust du mich so komisch an? Sefi. Was hast du? Crow, deine Lippen. Wir sollten nicht... Hat es dir gefallen? Es war wundervoll, aber... Wir sind hier mitten in einem Kampf. Ich weiß, aber alles, was du gesagt hast... Ich konnte nicht anders. Ich verstehe, Crow, aber du stehst dieser Truppe vor. Ich gehe wieder auf meine Position zurück. Du bleibst schön hier und kämpfst, ja? Sefi, warte. Und fort ist sie. Ich muss mich später bei ihr entschuldigen. Mitten im Kampf, was hat er sich nur gedacht? Ich muss ihn später dafür schelten. Wobei er mir natürlich eine Erinnerung gegeben hat, die ich nie vergessen werde. Mein lieber Tölpel. Oh, dein Nosferatu geht dir bald aus, ne? Ah, es ist ein bisschen mistig. Was trägt ihr da eigentlich? Ein Silberschwert? Okay, das kann mit Chrom einfach erledigen. Stahl ist ja immer noch auf Reisen. Okay, du hast was zum Heilen dabei? Dann kannst du dich einfach hinstellen. Heilen. Danke. Na, du bleibst da stehen. Es fühlt sich komisch an, wie eine Berühmtheit behandelt zu werden. Aber ich gebe zu, nach einem langen Marsch ist die Verwöhnung angenehm. Zu lang werden wir unseren Ruf gerecht und verjagen wie Sträucher. Und auch könnte er keine Waffe dabei, ne? Oh, wir sind schon viel zu weit über der Zeit. Upsi! Mann, bei den ganzen Dialogen habe ich überhaupt nicht mehr aufgepasst. Und dafür werden wir mit einem schönen Level-Up belohnt. Und das soll es für diesen Part gewesen sein. Hey! Ach ja, der Gegner ist ja noch am Zug. Upsi! Dann warten wir noch die Gegner sogar. Habt ihr noch mal Glück gehabt? Der Part geht noch ein bisschen länger. Naja, bei den ganzen Vorlesungen, die wir in diesem Part hatten, ist das wohl auch nur mehr als gerechtfertigt. Und wieder zwei kritische Treffer hintereinander. Inigo, was ist los mit dir? Erwähnte ich, dass ich diese Synchronsprecher von Inigo total gerne mag? Haha, ausgewichen, sehr gut. Oh, voll von hinten die Axt in den Rücken gerammt. Naja, dann ist dieser Part jetzt vorbei. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Würde ich mich sehr darüber freuen. Also bis zum nächsten Mal und bis dann sage ich Ciao!